So, ich darf mich ganz herzlich beim Christopher nochmal bedanken für den Beitrag. Und wir machen zügig weiter und kommen zum nächsten Vortrag. Das ist die Niki Britz, unsere Landesvorsitzende. Und Niki, da möchte ich Folgendes sagen. Wir haben ja nur Ottergate oder Bombergate, aber die CSU hat Landratsgate in Miesbach, Promotionsgate, Stromtrassengate und ich weiß nicht, was noch alles. Das ist bei uns Peanuts. Viel Spaß bei Ihrem Beitrag. So, hallo. Das Lustige ist, in exakt dieser Halle habe ich vor ein paar Jahren noch die Nächte durchgefeiert, um 8 Uhr in der Früh besoffen rauszufallen. Jetzt stehe ich hier, halte eine politische Rede, ich bin echt tief gesunken. Ja, so, hallo. Bevor ich anfange, ein kleiner Warnhinweis, diese Rede könnte politische Gefühle verletzen. Ja, es geht um Scheinheiligkeit, das ist ein Thema, was man hier in Bayern sehr gut kennt. Womit fange ich an? Bisschen Frühsport. Also kurz vor diesem ulkigen Sportfest in Sotschi fand man doch tatsächlich heraus, dass in der russischen Demokratur Menschen ausgebeutet werden. Und das auch noch beim Bau der hochheiligen Sportstätten, die ja nichts als Frieden bringen. Wie man jetzt beim Thema Krim und Ukraine so super sehen kann. Und bei diesem gloriosen Fest sollen unerwartet Menschen ausgebeutet worden sein. Unfassbar! Dabei waren diese Spiele doch die teuersten Spiele aller Zeiten. Wo ist eigentlich die ganze Kohle hin? Auf diese völlig überraschende Enthüllung folgte die schon reflexhafte Empörung der üblichen Verdächtigen. Grundgütige Ausbeutung in Russland! Im Land der lupenreinen Demokraten und das auch noch unter Führung des herzensguten Onkel Wladimir. Schon erstaunlich, dass die deutsche Politprominenz scheinbar ausgerechnet von Putin was anderes erwartet hätte. Lesen die keine Zeitung? Damit konnte man wirklich nicht rechnen in einem Land, wo Straflager und Schauprozesse Normalität sind. Oder wegen der jüngsten Kriegstreiberei. Oder wegen der homophoben Gesetze, die dann auch hierzulande für Aufregung sorgten. Sogar bei denen, die sich bei der Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften schwer tun. Der ein oder andere würde sich ja insgeheim ähnliche Gesetze auch hier wünschen. Ich denke da nur an diese Initiative besorgter Eltern in Baden-Württemberg. Die nächste Initiative fordert dann sicher, dass in Schulbüchern steht, dass die Erde eine Scheibe sei. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Wintersport, Russland, Schnee, Snow, lots of snow, denn ja, schlimme Überleitungen, die kann ich. Schon bizarr, dass just der ehemalige Ex-KGB-Agent Putin, nein, erwähnte Ex-KGB-Agent Putin, dem ehemaligen NSA-Mitarbeiter Unterschlupf gewährte, während man sich in Europa im Allgemeinen und in Deutschland im Speziellen außerstande sah, den USA ans Bein zu pissen. Über die Motive auf beiden Seiten kann ich da nur spekulieren, ja. Der ehemalige I.M. Friedrich, das ist der sich jetzt die Regierungsradieschen von unten anschaut. Er ließ nicht die USA bei sich antanzen, sondern reiste höchst selbst über den Atlantik. Dort wurde ihm dann die Geschichte vom toten Hund erzählt. Naja, eigentlich war ja mehr so der Friedrich der Hund. Ein Wunder, dass er dem Obama nicht vor Freude auf den Teppich gepieselt hat. Wo doch die USA diese ganzen tollen Überwachungsmaßnahmen hat, die er selber so gerne haben will. Gewollt haben hätte. Ach, egal. Ja, wahrscheinlich haben Überwachungskameras für manche Menschen so ihre ganz eigene Erotik. Ich denke da zum Beispiel an den britischen Geheimdienst, Webcam-Überwachung und Amateurproduzent in einem. Im politischen Establishment quälte man sich hierzulande mit allenfalls müden Beschwichtigungsversuchen um Schadensbegrenzung. Wird denen eigentlich schlecht, wenn sie mal in den Spiegel schauen? Ich meine, wenigstens manchmal. Ich bin mit meiner Regierung so glücklich. Kann ich bitte einen Eimer haben? Ja.
Also in Sachen NSA waren die Altparteien empört, aber andererseits auch merkwürdig leise. Und den Bürger juckt's nicht. Millionen Zuschauer bei dem Dschungelquatsch, aber dass irgendwelche dahergelaufenen Geheimdienste Dinge von ihnen wissen, egal, solange es der Nachbar nicht weiß. Also das mit dem Toupet, nee, das stimmt nicht, ne? Und die Haare, die sind nicht gefärbt, ne? Und das Auto ist bezahlt, der Mann geht nicht fremd, bei uns ist alles in Ordnung, alles in Ordnung, wir haben ja nichts zu verbergen. Jetzt mal ehrlich. Behördliche Abtastungen des Intimbereichs, beispielsweise auf Flughäfen, würden zu Recht einen Sturm der Entrüstung auslösen, aber im Online-Intimbereich interessiert es keine Sau. Dann aber doch, Big News. Merkel wurde abgehört. Lieber Himmel, doch nicht die Kanzlerin. Das ist etwas ganz anderes. Wer die Kanzlerin abhört, hört uns alle ab. Okay. Ja, der Innenminister war dann auch fällig. Konsequenterweise müsste der das ja richtig gut finden. Aber hey, wen interessiert schon Konsequenz, wenn es die Wanze im eigenen Telefon ist? Und so ein Innenminister ist ja schließlich keiner von diesen 80 Millionen Möchtegern-Terroristen, verlogener Sauhaufen. Die Härte, mit der die Regierungen gegen Whistleblower vorgehen, erinnert mich bisweilen an die Art, wie die Kriminelle lästige Zeugen beseitigen. Apropos Abhören, habt ihr es auch gehört? Meister Söder und seine Online-Wahlen, präsentiert von den Erfindern von Bestandsdatenauskunft und Bayern-Trojaner. Da darf man sich als an Bürgerrechten interessierter Mitmensch schon mal in die Unterhose gefasst fühlen. Das Abstimmungsverhalten bei Wahlen ist ja quasi ein letztes Reservat, wo der Staat bislang nicht reingucken darf. Das geht natürlich nicht, dass irgendeiner Geheimnisse hat. Vor Gott nicht und erst recht nicht vor der Staatsregierung. Wusstet ihr eigentlich, warum Karneval und Fasching in Bayern praktisch nicht vorkommt? Hier sitzen die Narren seit Jahrzehnten an der Regierung. Von der Staatsregierung zur Stadtregierung. Und München ist ja wie viele andere Großstädte auch ein attraktives Pflaster für Investoren. Gehört ihr inzwischen auch zu den Leuten, die beim Wort Investoren Pickel bekommen? Investoren haben ja vor allem Rechte, aber nur wenig Pflichten. Zumindest in der Vorstellung jener, die ständig fürchten, diese herrlichen Geldgeber könnten verschreckt werden. Aufkaufen, versilbern und nach mir die Sintflut. Ja, einige Investoren investieren ja gerne in Politiker. Das ist sicher der Hauptgrund, warum Deutschland die Sache mit der Abgeordnetenbestechung immer noch nicht vernünftig geregelt hat. Und wenn die Normalverdiener unter der Brücke wohnen, kleine Kollateralschäden. Hauptsache Investitionen, Hauptsache Einweihungsfeier, Champagner für alle. Für alle Investoren natürlich. Und das politische Establishment, dass es sich auf dem Champagnerempfang mal richtig das Licht ausknipsen darf. Was für gute Menschen das sind, unsere Volksvertreter. Ist Volksvertreter eigentlich sowas Ähnliches wie ein Pharmavertreter? Ach ja, die Segnungen der Pharmaindustrie rufen ja bisweilen diejenigen auf den Plan, bei denen die Segnungen zum Kerngeschäft gehören. Das merkt man derzeit bei der Debatte um die Pille danach. Die Union und andere konservative Kräfte, die ja so gerne christliche Tugenden bemühen, bespielen ja gerne das Bild der skrupellosen und vor allen Dingen dauergeilen Frau. Da ist wohl die eigene schmutzige Fantasie der Vater des Gedankens. Also jene ruchlose Nymphomanin pfeift sich einfach ein paar Hormonsmarties rein, statt sich brav als Instrument zu begreifen und Nachschub für die Kirchenbank zu produzieren. Könnten Männer schwanger werden, wäre die Pille Pflicht und Abtreibung ein Menschenrecht. Da das aber nicht so ist, bimmelt im Hintergrund stets ein moralinsaures Glöckchen, denn es geht ja schließlich um die Sexualität der anderen. Nicht mal die Bundesärztekammer will in den Chor der Bedenkenträger mit einstimmen und das, obwohl der notwendige Arztbesuch eine kostenpflichtige Leistung ist. Prächtig. Politiker, die es besser wissen wollen und gegen die Ärztekammer mit pseudomedizinischen Argumenten daherkommen. Moralapostel als Wegbereiter der Scheinheiligkeit.
die ist auch noch in anderen Darreichungsformen erhältlich. In Kürze ist hier in Bayern Kommunalwahl. Wir Piraten fühlten uns beim Sammeln der Unterstützerunterschriften bisweilen an burgundische Verhältnisse erinnert. In vielen Gemeinden konnten die Unterschriften an ungeraden Tagen, die kein M oder D im Namen hatten, zwischen 11.30 Uhr und 10.15 Uhr im dritten Hinterzimmer im fünften Obergeschoss direkt neben der Putzkammer problemlos abgegeben werden. Sofern man ein gültiges Wartemärkchen hatte. Das jedoch musste man sich im Rathaus der Nachbarschaft jeden Mittwoch um Mitternacht bei einer Voodoo-Priesterin abholen. Ja, das muss man den Etablierten und den Gemeinden wirklich lassen. Wenn es um die Verhinderung politischer Veränderung geht, werden richtig kreative Kräfte entfesselt, damit der Filzgemeiter gemütlich vor sich hin filzen kann. Apropos Filz. Die CSU wettert ja im Münchner Wahlkampf gegen den SPD-Filz. Ausgerechnet die Amigos, die nach der Arbeit am liebsten noch auf ein Bier in die Vetternwirtschaft gehen. Aber die SPD in München ist ja schon ein sehr spezieller Fall. Die haben zum Beispiel super tolle Ideen, was sie endlich machen wollen mit gegen die Mietpreisexplosion, wenn sie endlich an der Stadtregierung sind. Du SPD, ich sag's ja nur ungern. Aber du, ja genau du, hast schon fast 20 Jahre die Mehrheit im Rathaus. Naja, wenn man noch nicht mal das mitbekommen hat, ist einem sicher noch mehr nicht aufgefallen. Etwa, dass immer mehr Stadtviertel luxussaniert werden. Ich habe da so eine düstere Vision, dass diese Stadt irgendwann mal ein einziges Reichenghetto sein wird, weil die Durchschnittsverdiener sich ein Leben in München nicht mehr leisten können. Die Stadt fördert ja durchaus den Wohnungsneubau und verscherbelt städtischen Grund an. Wir ahnen es, Investoren, die dann Premium Living Immobilien erschaffen, wo die ganze Wohnung mit Marmorbädern ausgelegt ist. Ich finde es ja immer wieder putzig, wenn die Regierungsparteien sich im Wahlkampf aufführen, als seien sie nicht an der Regierung und irgendwelche Dinge fordern. Die hätten sie natürlich schon längst umsetzen können. Anstatt es nur im Wahlkampf anzukündigen, es fordern zu wollen. Das wirft kein gutes Licht auf ihre Praxistauglichkeit. Dieses Licht strahlt so hell, man sieht die Hand vor Augen nicht. An exakt dieser Stelle sollten wir dann ein Wort über den Hostel verlieren. Er ist schon ein Hund, oder? Er ist heimlich, still und leise mit Vertretern der Energiewirtschaft eine Stromtrasse genehmigen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat, jedenfalls vom bayerischen Standpunkt aus, und allen Beteiligten Zusagen machen, die eingehalten werden müssen. Und dann, kurz vor der Kommunalwahl, da kommt er dann, der Horst, und spricht, ja, ob wir die Trasse unter den gegebenen Bedingungen noch brauchen, das müssen wir erst mal sehen. Das Volk jubelt, das Volk wählt CSU, die Stromtrasse kommt. Wie das Amen in der Kirche. Das ist Bayern zusammen. Jetzt mal eine technische Frage. Diese ganze Energie, die der Horst da bei seinen Meinungswänden freisetzt, die müsste man doch zur Stromerzeugung nutzen können. Wir Bayern bewältigen die Energiewende allein mit der Rotationsgeschwindigkeit unseres Ministerpräsidenten. Erneuerbare Meinungen, der Exportschlager aus Bayern, der Hochtechnologiestandort ist gesichert. Da werden sogar die Italiener neidisch, obwohl die 63. Regierung seit Kriegsende haben, stand gestern Abend. Mehr italienisches Lebensgefühl gibt es in Deutschland jetzt auch und das mitten im Winter. Und das verdanken wir der Großen Koalition. Vielleicht etabliert sich die Regierungskrise ja auch hier als neuer Standard. Gibt es da schon eine deutsche Industrienorm? Ja, ach, der bereits erwähnte Friedrich war ja dann auch der Erste, der vom Krokodil gefressen wurde. Mahlzeit. Erst in Sachen NSA und NSU rumstümpern und dann als Agrarminister über das eigene lose Mundwerk stolpern. Mal ehrlich, nicht nur die CSU war erleichtert, dass sie ihn auf diese Weise nach hinten durchreichen konnte. Nicht nur die SPD, nein, wir alle. So, und bevor ich jetzt mit meinem losen Mundwerk noch über irgendetwas stolpere, trinke ich jetzt mein Bier aus und überlasse euch eurem Schicksal. Applaus
Letztes Jahr war es leichter.